Die schlauste Frau der Welt, ihr werdet es niemals glauben. Sie macht ein Foto von dem Auge des Mannes, doch ihr wisst nicht warum. Sie macht es nur deshalb, um zu schauen, was er auf dem Handy sieht. Doch es ist einfach ein Mittelfinger. Oh mein Gott, wie schlau ist bitte dieser Mann? Warum sind Frauen so kompliziert? Dieser Mann isst gerade Spaghetti und fragt natürlich seine Freundin, ob sie auch Spaghetti will. Doch sie sagt einfach, nein, ich will keine Spaghetti haben. Er gibt ihr Spaghetti und sie sagt, nein, ich will wirklich keine Spaghetti haben. Doch was er jetzt macht, ist einfach unglaublich. Und zwar, die Frau will doch Spaghetti und jetzt gibt er ihr auch wirklich Spaghetti. Was soll das eigentlich? Ich kann nicht mehr. Dieser Mann möchte diese Frau einfach ärgern und die Frau wundert sich schon, wer hat sie bitte angetippt. Sie macht jetzt auch ihre Kapuze hoch und was jetzt passiert, ist einfach unglaublich. Die beiden lachen sich einfach tot und das Ganze macht er nochmal und plötzlich schaut die Frau nochmal hinter und es ist nichts passiert. Doch was jetzt passiert, ist einfach zu krass. Die Frau macht genau dasselbe, dreht ihre Kapuze um und setzt sich wieder auf den Stuhl und zwar verkehrt und möchte das gleiche beim Mann auch ausprobieren. Jetzt macht der Mann ihre Kapuze runter von 1 bis 10. Wie schlau ist diese Frau? Ihr werdet niemals glauben, was dieser Kellner hier machen möchte. Diese Frau isst gerade genüsslich und währenddessen macht er irgendeinen Blödsinn bei ihren Essen. Die Frau rastet komplett aus, wirft das Teller von dem Tisch und läuft einfach weg. Damit hat der Kellner wohl nicht gerechnet. Haha. Jungs gegen Mädchen, wer gewinnt? Die Jungsgruppe und die Mädchengruppe tritt gegeneinander an. Sie müssen sich gegenseitig einen Ball zuwerfen und wer den Ball nicht fangt, der hat verloren, beziehungsweise die andere Partei bekommt einen Punkt. Am Ende des Videos passiert was Unglaubliches, ihr werdet es nicht fassen können. Ein Junge gegen drei Mädchen, wer sollte gewinnen? Ich bin gespannt. Der eine Junge ist schon ganz gespannt, hat den Ball gefangen, die andere fangt auch den Ball und der Junge fangt wieder den nächsten Ball. Das Mädchen hat verloren, ist raus und jetzt ist es nur noch ein Junge gegen ein Mädchen und der Junge hat alleine gewonnen. Oh mein Gott, dieser dicke Mann isst gerade Chips und ein anderer Mann fällt ihm auf den Tisch und währenddessen regt er sich auf, dass der andere Mann ihn geschubst hat. Er läuft weg, hat seine Chips aufgegessen und jetzt ist er richtig sauer, weil seine ganzen Chips weg sind. Von 1 bis 10, wie traurig ist dieser Mann? Was dieser Mann hier macht, gehört einfach verboten. Er nimmt seine Freundin in den Arm und was jetzt passiert, ist einfach unglaublich. Er macht wie ein Gentleman sogar die Tür auf, lässt seine Freundin einsteigen und währenddessen steigt seine zweite Freundin hinten aus. Von 1 bis 10, wie frech war das bitte? Dieses Maskottchen nervt diesen Mann extrem, indem es ihn mit Luftschlangen ansprüht. Doch was jetzt passiert, ist einfach unglaublich. Der Mann steht auf, nimmt sein Bier, denkt sich so, was soll das Ganze und läuft den Typen hinterher und schüttet ihm ein Bier über den Kopf. Das Maskottchen lässt sich das natürlich nicht gefallen, zieht sich kurz zurück und was jetzt passiert, ist einfach zu krass. Er leert das ganze Wasser auf ihn. Plötzlich rastet er komplett aus. Von 1 bis 10, wie sauer ist dieser Mann? Das ist einfach unglaublich. Dieser Mann rastet komplett aus, weil der andere Mann ihn die Vorfahrt genommen hat. Doch damit hat er nicht gerechnet. Der andere Mann ist einfach ein Soldat und was jetzt passiert, ist einfach unglaublich. Während der andere Mann komplett ausrastet, denkt der Soldat sich, er macht mal kurz das Fenster auf und zeigt, wer hier der Boss ist. Schaut euch mal sein Gesicht an. Oh mein Gott, das war richtig stark. Passt auf, mit wem ihr euch anlegt. Ich bin einfach schockiert. In welchem Land bitte küsst man sich zum Geburtstag? Dieser junge Mann küsst seine ganzen Familienmitglieder zum Geburtstag und seine ganzen Freunde, sogar seinen kleinen Bruder und seine Schwester. Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Das peinlichste Video der Welt. Diese zwei Models sind gerade ausgestiegen aus einem super teuren Wagen. Doch was jetzt passiert, ist einfach unglaublich. Und zwar, das Auto fährt weg und sie steht einfach halbnackt da. Oh mein Gott, wie peinlich ist das bitte? Was würdet ihr an ihrer Stelle machen? Der schlauste Mann im Fitnessstudio, das ist unglaublich. Ihr könnt das sich ausdenken. Der Mann mit dem blauen T-Shirt trainiert hier richtig hart, während der andere Mann einen Reifen einfach umwälzt. Doch was jetzt passiert, ist einfach unglaublich. Er macht einfach den 300 IQ-Move und stellt das Rad einfach schräg und rollt es geradeaus. Oh mein Gott, wie schlau ist das? Dieses Paar hat was Unfassbares rausgefunden. Alles, was man zwischen diesen Spalt hier wirft, wird einfach verdoppelt und kommt doppelt wieder raus. Doch die Frau hat jetzt eine richtig krasse Idee. Sie nimmt die Flasche des Mannes, tut sie hinein und plötzlich kommen zwei Flaschen wieder raus. Jetzt kommen sie auf eine noch grandiosere Idee und werfen die Geldtasche rein. Die Geldtasche kommt doppelt heraus mit dem doppelten Geld und sie sind einfach richtig geflasht, was hier einfach abgeht. Doch was jetzt passiert, ist einfach zu krass. Er nimmt die Frau, tut die Frau zwischen die Spalte und plötzlich ist sie schwanger. Oh mein Gott. Ihre Reaktion ist einfach zu heftig. Dieser Mann möchte eine Rose einem anderen Mann geben, der gerade mit seiner Freundin spricht. Währenddessen redet die Freundin ihn voll und ihr werdet niemals glauben, was jetzt passiert. Sie ist völlig abgelenkt, schaut gerade zur Seite und plötzlich gibt er ihr die Rose und sie ist überglücklich. Macht das bei eurer Freundin auch. Die schlauesten Männer der Welt, ihr werdet es niemals glauben. Diese zwei Jungs finden einfach einen 50-Euro-Schein unter einem Lamborghini und können ihr Glück nicht fassen. Doch was jetzt machen, ist einfach unfassbar. Sie versuchen, den Lamborghini wegzuschieben und bekommen die 50 Euro. Doch was jetzt passiert, ist einfach zu krass. Sie steigen in den Lamborghini ein und fahren einfach weg. Seid ihr komplett lost. Finde den Fehler. Dieser Mann bekommt eine Rechnung und natürlich möchte er auch die Rechnung bezahlen. Doch ihr werdet niemals glauben, was jetzt passiert. Sein Kollege chillt nebenbei am Handy und sieht, dass er bezahlen muss. Doch natürlich nimmt er den Schein weg und nimmt natürlich stattdessen sein Portemonnaie raus und möchte es selber bezahlen. Jetzt nimmt er den Schein, steckt den ein. Leute, seid ehrlich, wie nett war das bitte?
Leute, würdet ihr das für euren Kollegen auch machen? Das traurigste Video, dieser Mann hat eine Rose, doch die Rose fällt hinunter, weil er gegen ein anderes Mädchen läuft. Seine Freundin hat gerade Schluss gemacht, doch die andere Frau möchte ihm die Rose zurückgeben und läuft ihn einfach hinterher. Doch ihr werdet niemals glauben, was jetzt passiert. Der Mann hat nur so getan und gibt ihr die Rose zurück und sie findet darin einen Zettel, wo drinnen steht, dass sie das Mädchen ist mit den schönsten Lächeln, das er heute gesehen hat. Dieser Mann hat eine schwere Krankheit, er hat einen Zitteranfall und kann deshalb nicht essen. Doch was jetzt passiert, ist einfach zu krass. Eine Frau geht neben ihn vorbei und guckt schon komisch. Doch dieses andere Mädchen lacht ihn einfach aus und ihre Freundin findet das überhaupt nicht okay. Und was sie jetzt macht, ist einfach zu krass. Sie steht auf, geht hinüber zu dem Kollegen und alle anderen Leute schauen schon hinüber, richtig blöd. Sie setzt sich erstmal zu ihm, beruhigt den ersten Mal und ist richtig nett zu ihm und gibt ihm sogar was zum Essen. Der Mann ist überglücklich und freut sich richtig. Leute, habt ihr auch so ein gutes Herz? Ich kann das alles nicht mehr. Diese Frau verliert 100 Euro und der Kellner möchte die 100 Euro stehlen. Warum hat die das nicht gecheckt? Jetzt steckt er sich die 100 Euro ein, doch es ist unglaublich, was jetzt passiert. Ein anderer Mann hat ihn währenddessen dabei beobachtet und jetzt überlegt er sich doch ein zweites Mal, ob er wirklich die 100 Euro klaut. Natürlich tut er so, als würde er die 100 Euro gerade aufheben und der andere Mann war einfach blind. Haha, du Opfer, du hast es dir verdient. Also nicht das Geld. Unfassbar, dieser Junge möchte etwas stehlen und steckt sich etwas in die Tasche und währenddessen holt er sich natürlich etwas anderes auch, das er wirklich auch bezahlen möchte. Er geht zur Kasse und was der Ladenbesitzer jetzt macht, ist unglaublich. Er verrechnet ihn 300 Euro und sagt ihm das Ganze. Und jetzt plötzlich rückt er das Gestohlene heraus. Ich glaube, der Vater von diesem Jungen, dem die Karte gehört, wird richtig sauer sein. Ihr werdet es nicht glauben, aber dieser Mann klaut der Frau das Handy und jetzt möchte die Frau, dass der Junge mit dem Rad dem Dieb hinterherfährt. Und was jetzt passiert, ist einfach unglaublich. Der Dieb springt einfach aufs Rad auf und fährt davon. Von 1 bis 10, wie sauer ist diese Frau? Das ist einfach zu schlau, was diese Kollegen hier machen. Einer steckt einfach unter dem Auto fest und der andere Mann versucht ihm zu helfen. Währenddessen liegt jemand unter dem Auto und möchte sein Essen vorstellen und erklärt, dass es gerade 50% Rabatt gibt. Das ist einfach die stärkste Marketingstrategie. Jungs, passt jetzt genau auf. Dieser Mann hat seine Freundin studiert. Schaut euch das an. Er nervt sie und jetzt möchte sie ihn schlagen. Aber er wehrt alles ab und sie ist richtig sauer, dass er das geschafft hat. Und jetzt küsst er sie. Leute, habt ihr auch eure Freundin studiert? Dieser Mann möchte seinen kleinen Bruder einen Streich spielen. Doch was dann passiert, ist einfach unglaublich. Er klebt einen Fake-Tischtennisball auf sein iPad, stellt es hin und dann schlagt er drauf und sagt seinen kleinen Bruder, dass er sein iPad zerstört hat. Und jetzt nimmt er sein Handy und schmeißt es einfach runter, Bruder. Warum legt er auch sein Handy auf die Kommode? Aber das Ganze war natürlich ein Prank. Wie fake war das bitte? Damit hat der Junge nicht gerechnet. Diese schwangere Frau möchte sich niedersitzen, doch der Junge möchte das einfach nicht zulassen und was er jetzt macht, ist einfach unglaublich. Er tut seine Kopfhörer wieder rauf, doch ein anderer Mann steht auf und lässt die schwangere Frau niedersitzen. Was für ein Ehrenmann. Doch was jetzt passiert, ist einfach zu krass. Der andere Mann setzt sich einfach auf den anderen Jungen. Würdet ihr sagen, das ist fair? Ich kann es nicht glauben, aber dieser Junge möchte durch diesen kleinen Ring springen. Ich bin gespannt, ob er das Ganze schaffen wird. Er nimmt kräftig Anlauf, springt durch und er hat es einfach geschafft. Doch was jetzt passiert, ist einfach unglaublich. Der Ring ist eigentlich viel zu klein für ihn. Niemals nachmachen. Niemals nachmachen, was diese Frau hier macht. Sie nimmt einen Stock, schiebt ihn kräftig unter eine Kabine hinein. Doch ihr werdet niemals glauben, warum sie das Ganze gemacht hat. Es wird einfach zu krass. Und zwar plötzlich aus dem Nichts kommen irgendwelche Spinnen heraus und beide laufen weg. Von 1 bis 10, wie sauer sind diese Spinnen? Eine große Belohnung bekommt die Frau, die ihm die Hand zustreckt. Die erste Frau lehnt ab, die zweite Frau gibt ihm die Hand und die dritte Frau sagt auch, nein, ich möchte dir die Hand nicht geben. Doch was jetzt passiert, ist einfach zu krass. Er nimmt die mittlere Frau mit und sagt ihr, sie solle ihm folgen. Er geht hinter mit ihr zum Kofferraum von seinem Sportwagen und gibt ihr einfach 10.000 Euro bar in die Hand. Von 1 bis 10, wie sauer sind ihre Freundinnen?